Willkommen zurück am Bedrock. Wir suchen hier immer noch verzweifelt nach Diamanten, wobei ich denke, hier unten gibt es nichts. Eine Mine auf Bedrock-Ebene anzulegen ist ja auch ein Schwachsinn, finde ich. Das lohnt die Mühe nicht. Aber naja. Markieren wir uns mal ein paar Gänge. Wo wir einfach mal stupide vorausbuddeln. Dass so lange die Spitzhacken reichen. Ich glaube, wir werden vorher noch eine Schaufel brauchen oder so. Denn hier unten gibt es aller Anschein wirklich nichts für uns zu holen. Außer wieder Redstone. Aber naja, gibt's Schlimmeres. Wenigstens haben wir wieder viel Eisen. Oder Platz im Inventory. Tun wir mal das Eisen ausbuddeln. Das Redstone. Weil sonst finden wir auch nichts Nützliches. Tja. Den Bedrock können wir übrigens nicht abbauen, für die Leute, die es noch nicht wussten. Ich glaube, hier kommen wir wieder in unsere Kammer rein, oder? Genau. Aber hier gibt es auch nichts außer Eisen. Tja. Dann gehen wir einfach mal eine Kammer weiter. Und buddeln da schön fleißig voran. Und den Bedrock kann man aus einem einzigen Grund nicht abbauen. Weil es darunter nämlich nichts gibt. Denn wenn man den abbauen könnte, in Creative geht es ja zum Beispiel, dann fliegt man einfach runter. Und ist dann wunderbar tot. Auch eine wunderbare Abkürzung Richtung Heimwärts. Hier bitte eine Fackel hinstellen. Ah, ich habe da Eisen übersehen. Konnte mir das nur passieren? Oh, schon wieder viel Drecksgravel. Auch hier wird es keinen Diamanten geben. Ich kenne doch mein Glück. Und jetzt wird es hier unten wieder dunkel. Boah, ist das ätzend. Ja, also ich glaube, sobald es Tag wird, gehen wir Richtung Heimwärts. Vielleicht machen wir auch einen Bootstrip. Denn diese Mühe lohnt sich ja nicht wirklich. Und wie schön der Mond hier unten strahlt. Und da seitlich werden wir auch nirgendwo hinkommen.
Buddeln wir hier noch ein bisschen weiter. Yay, unsere letzte Spitzhacke ist weg. Und ich will mir auch keine neue bauen. Nehmen wir da so viel mit, wie es geht. Und dann gehen wir hier wieder raus. Als Redstone hätte ich vielleicht noch mitnehmen können, aber egal. Davon in der Truhe habe ich auch genug. Diese Höhlenforschung-Sache ist einfach nicht mein Ding. Egal wie sehr ich es mag, aber ich habe jetzt wieder Wasser. Cooler Effekt. Hier sieht es auch nicht diamantös aus. Und hier ist es mir verdammt nochmal sehr dunkel. Nicht? Das Lapis kann ich noch verarbeiten. Wow, ganze 4 Blöcke. Was können wir da lassen? Gravel, Gravel. Wir nehmen das Schießpulver und das Gold mit. Noch mehr Gravel. Wir nehmen die Pfeile mit. Ja, der brauchen wir am allerwenigsten. Wir nehmen die Kisten. Und da muss ich noch irgendwie das Eisen mitkriegen. Lass mal ein Stack. Koppel hier. Ich glaube, ich mache mir doch eine Spitzhacke. Vielleicht lasse ich auch den Flint hier. Dann kann ich auch ein bisschen Kohle und Redstone mitnehmen. Das ist da auch schon mal was. Gibt es wenigstens schöne Experience-Punkte. Abgekürzt mit XP. Wer hätte das gedacht? Wieso gehe ich jetzt ins Inventory? Klickt. Stimmt ja, hier wollte ich ja. Oh, draußen ist dunkel immer noch. Au! Ey, du kleiner Miese. Wicht. Fällt hier ein, mich zu boxen. Karotten habe ich schon. Habe ich hier unten alles schon erforscht? Ich denke ja nicht so. Eisen. Wobei, meine Gier ist grenzenlos. Da komme ich sogar noch ran. Wunderbar. Wo geht's hier lang? Geht's hier nach draußen oder so? Irgendwo muss es ja hinführen. War schon irgendwie böse, dass man auf dem Diamanten-Level keine Diamanten findet. Dafür eine ganze Menge Redstone. Ah, das Eisen. Solange es noch dunkel ist, können wir hier noch ein bisschen rumbuddeln. Vielleicht haben wir ausnahmsweise etwas Glück. Aber ich glaube, in dieser verfluchten Gegend wird es nichts geben. Da müssen wir uns bald Gedanken über einen Umzug machen oder so in der Art. Schmeißen wir mal den ganzen Flint weg. Ich habe eh nicht vor, Pfeile zu machen. Und für ein Feuerzeug müsste ich noch etwas haben. Oder es wird wirklich mal Zeit, dem Neta einen Besuch abzustatten. Bullen wir uns hier mal kurz rein.
Was soll da schon passieren? Nichts. Außer, dass wir wieder Eisen finden. Und komischerweise aufs Schwert umsteigen, statt auf der Spitzhacke zu bleiben. Und dafür haben wir jetzt reichlich Eisen dabei. Das ist da auch schon mal was. Oh cool. Noch mehr Eisen. Ich wünschte wirklich, wir hätten Diamanten gefunden. Dann gucken wir mal, ob der Morgen schon graut. Nee, immer noch tiefste Nacht. Dann buddeln wir uns mal in die andere Richtung. Unsere Spitzhacke wird ja noch ein bisschen vorhalten. Ach ja je, Redstone. Viel Redstone. Und wenig Licht. Und unser Inventory ist schon wieder voll. Dann schmeißen wir mal die Pfeile weg. Nein, nicht das Redstone, die Pfeile. Lapis? Ja, doch. Wie hätte es anders sein sollen? Ach. Okay. Ist das unser Aufgang hier? Ach, hier sind wir noch nicht gewesen. Das erkenne ich an dieser dezenten Dunkelheit. Der wir gleich Einhalt gebieten. Und uns höchstwahrscheinlich nebenbei verlaufen. Hier ist es verdammt hell, das glaubt. Heißt höchstwahrscheinlich, dass der Lava in der Nähe ist. Moment. Gold mal durch Kobbel ersetzen. Das Wasser wäre auch befriedet. Die Lava schalten wir hier auch mal aus. Und es wird Tag da draußen. Kannst du bitte ein bisschen schneller verebben? Und hier gibt's außer Eisen auch nichts. Verdammt. Naja, im Notfall kommen wir auch ohne Diamanten aus und ohne Zauberei. Da. Puh. Okay. Ach ja, je noch mehr Lapis. Du mieser Schüft. Du wagst es, mich anzugreifen? Nein. Was bist du für ein Sniper? Hörst du auf damit? So. Okay, wo ging's hier raus? Bist du des Wahnsinns? Hier wegen ihr beinahe in die Lava gesegelt. Geht doch nicht. Naja, schwimmen wir hier einfach mal hoch. Das ist doch nicht mein Ausgang, oder?
buddeln wir uns. Nee, nicht buddeln, stecken. Geht doch schneller. Hörst du auf mich zu schießen, Junge? Von da ballert es, verdammt. Das missfällt mir! Lauf! Sterben ist uncool! Boah, regeneriere deine Gesundheit! Nee. So, meine Freunde, und ob wir den richtigen Ausgang finden, das sehen wir, sobald wir den Creeper abgehängt haben. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.